Schönen guten Morgen und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ideas Daily TV. Ja, am Freitag, da kam der DAX der 12.000-Punkte-Marke zum Greifen nahe. Zum Handelsende, da entfernte er sich dann wieder etwas von ihr. Es blieb ein Plus von 0,85% auf der Kurstafel stehen und auf Wochensicht legte der DAX damit rund 2,8% zu. Blicken wir nach Frankfurt zu unserem Korrespondenten Patrick DeWayne an dieser Stelle. Schönen guten Morgen. Patrick, die 12.000-Punkte-Marke, die rückte letzte Woche wieder in den Fokus. Nähert sich der DAX dieser denn vielleicht heute wieder an? Was sind seine Vorgaben? Ja, tatsächlich, glaube ich, fehlt ihm zumindest jetzt zum Wochenauftakt, lieber Marc, und damit guten Morgen nach Kulmbach, ein bisschen der Schwung, denn wir haben in Amerika Labor Day und wenngleich die Amerikaner am Freitag ganz gut in den Handel gestartet waren, war es zum Schluss nur noch ein Aufschlag von 0,2%, denn die Kauflaune der amerikanischen Konsumenten, und davon ist ja die amerikanische Wirtschaft sehr abhängig, sie knickte etwas ein und trübte letzten Endes die Stimmung so ein bisschen am amerikanischen Aktienmarkt. Und wenn wir heute Morgen die Vorgaben aus den asiatischen Börsen uns angucken, ist auch ein gemischtes Bild. Es gab schlechtere Konjunkturdaten aus Japan, die zusammen mit den Zöllen, den neuen, die jetzt seit Samstag bzw. Sonntag in Kraft sind, die Stimmung getrübt haben und ein bisschen auf die Indexe Hang Seng und Nikkei gedrückt haben. Beim Shanghai Composite sieht es anders aus, denn da gab es verarbeitende Gewerbedaten, die sind etwas besser ausgefallen, vor allem bei kleineren und mittleren Unternehmen. Und dementsprechend ging es da beim Shanghai Composite nach oben. Für den DAX, du hast es gesagt, der auf der Wochensicht plus 2,8% bzw. am Freitag plus 0,9% aus dem Handel gehen konnten, erwarten wir uns jetzt zumindest nicht für den Moment, dass er die 12.000-Punkte-Marke wird nehmen können. Vielen Dank nach Frankfurt, Patrick. Sehr gerne. Ja, und nach diesem Ausblick auf den heutigen Handelstag machen wir wie gewohnt weiter mit unserer Marktidee. Heute ist dies das Währungspaar Euro-US-Dollar. Ja, dieses Währungspaar, das befindet sich seit dem Februar 2018 in einem intakten Abwärtstrend. Damals hatte der Euro ein Mehrjahreshoch bei einem Dollar 25,55 markiert. Aus charttechnischer Sicht sind auch weiterhin die Bären am Ruder. Am Freitag rutschte der Kurs unter eine wichtige Unterstützungszone. Wo sich diese befindet und wie es weitergehen könnte, das erfahren Sie in einer ausführlichen Chartanalyse und die gibt es unter www.ideas-daily.de. Ja, und wenn Sie möchten, sehen wir uns morgen an dieser Stelle wieder. Bis dahin, schönen Handelstag, auf Wiedersehen.